Seid ihr Ende der 80er Jahre in eine Spielhalle gegangen, dann war es gut möglich, dass ihr einem von Segas oder Taitos Superscaler-Automaten begegnet seid. Spiele wie Chase HQ oder Super Hang-On, Outrun oder Space Harrier waren damals voll in Mode. Heimkonsolen wie zum Beispiel das Sega Master System oder die PC Engine hatten aber derbe Probleme, diese Superscaler-Technologie für zu Hause akkurat umzusetzen. Selbst die später erschienenen 16-Bit-Konsolen wie Mega Drive und Super Nintendo waren dafür noch nicht fit genug. Nichtsdestotrotz haben viele Entwickler Spiele für diese Heimkonsolen umgesetzt. Heute wollen wir uns mal eine Eigenentwicklung von Hudson Soft exklusiv für die PC Engine anschauen, nämlich Victory Run. Dieses ist im späten 87 für die PC Engine erschienen, ist die dritte Nummer der Hudson Soft Q-Card-Reihe und ist 1988 auch in Amerika unter demselben Namen erschien. Viel Spaß mit dieser neuen Folge Videogames aus aller Welt. Ohayou gozaimasu. Ohne große Intro-Sequenz werdet ihr vom Titelbild direkt in ein Menü geworfen, in dem ihr euren Namen eingeben könnt. Außerdem ist es möglich, hier ganz untypisch für die Zeit, weitere Gegenstände mit einzupacken, nämlich Ersatzteile für euer Auto. Richtig gehört, wie in einer Simulation können hier Sachen wie zum Beispiel Motor, Bremse und Reifen kaputt gehen. Aufgrund der wenigen Tasten auf dem PC Engine Controller ist die Steuerung doch etwas kompliziert ausgefallen. Auf Taste 1 bzw. Taste 2 befinden sich Gas geben und Bremsen. Mit Select macht ihr gar nichts und mit dem Steuerkreuz oben und unten wechselt ihr durch die Gänge. Ja, richtig gehört, es gibt hier eine Gangschaltung und man kann auch leider nicht zu Automatik wechseln. Das bedarf doch einiger Übung, aber wenn man das eine Weile gespielt hat, hat man es doch reinbekommen. Komfortabel ist es allerdings trotzdem nicht. Victory Run hat einen hohen Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr einmal wogegen fahrt, einen Unfall baut, dann dauert es um einige Sekunden, bis euer Auto wieder auf die Rennstrecke gesetzt wird. Das ist schon ziemlich hart, der Spieler wird hier bestraft, da muss man schon ziemlich harte Nerven haben und frustresistent sein. Genau wie in den Outrun-Spielen von Sega haben wir es hier mit einer Art Autobahn bzw. öffentlicher Strecke zu tun. Hier sind einige PKWs unterwegs und natürlich auch LKWs, die riesengroß sind. Die Größenverhältnisse in dem Spiel sind nicht ganz realistisch, aber naja, es ist auch von 1987. Allerdings diese riesigen Tanklaster und LKWs, die machen einem doch schon ganz schön das Leben zur Hölle. Da müsst ihr ganz schön aufpassen. Außerdem gibt es einen coolen Tag- und Nachtwechsel, was damals auch nicht ganz Standard war. Wie es sich für einen arcadigen Racer gehört, gibt es natürlich ein Zeitlimit. Solltet ihr dieses nicht einhalten können, dann heißt es Game Over. Richtig gehört, sofort Game Over. Es gibt keine Continues, ihr müsst komplett bei der ersten Strecke wieder anfangen. Allerdings gibt es einen kleinen Kniff. Habt ihr am Ende der Strecke noch ein wenig Zeit übrig, wird euch diese gut geschrieben. Ihr bekommt sie dann oben drauf gesetzt für das nächste Rennen. Apropos Strecken, man kann leider nicht die Strecken einzeln anwählen, um zu üben. Ein Time-Attack-Modus ist hier nicht vorhanden. Sehr, sehr schade das Ganze.
Zwischen den Strecken könnt ihr eure Bestzeiten anschauen und mit denen der Programmierer vergleichen. Außerdem könnt ihr hier eure Ersatzteile ans Auto anbringen. Viele Spiele bieten ja ein Demo-Play, wenn man nicht aktiv wird im Titelbild. So auch Victory Run. Allerdings ist das Spiel so schwer, dass sogar der Computer im Demo-Play versagt. Das gibt es auch nicht alle Tage. Grafisch und soundtechnisch merkt man Victory Run an, dass es 1987 erschienen ist. Es handelt sich also um einen sehr frühen PC Engine Titel. Die Grafik ist zwar farbenfroh und das Scrolling ist butterweich, wenn man mal die Fahrzeuge außer Acht lässt, die ruckeln einem entgegen wie auch auf anderen Plattformen der Zeit und bieten natürlich keinerlei Arcade-Feeling. Und die Musik, die erfüllt einfach nur ihren Zweck. Sie passt natürlich zu einem schnellen Rennspiel, aber Ohrwürmer werdet ihr hier leider nicht finden. Eine Sprachhürde bietet dieses Spiel überhaupt nicht. Alle Texte sind komplett in Englisch. Es ist ja auch, wie gesagt, in Amerika erschienen. Ich habe ja aber die japanische Version gespielt. Solltet ihr keine PC Engine besitzen, könnt ihr das Ganze auch auf der Mini-PC Engine spielen. Und wenn ich mich recht entsinne, konnte man das Ganze auch in der Virtual Console für Wii und Wii U downloaden. Die US-Version gleicht dem Spiel komplett bis aufs Titelbild. Dort steht einfach nur eine andere Jahreszahl und From NEC statt Hudson Soft. Warum auch immer, vielleicht war in Amerika Hudson Soft nicht so beliebt wie in Japan, das kann ich euch allerdings nicht beantworten. Was ich euch allerdings beantworten kann, das ist meine endgültige Meinung zu dem Spiel. Victory Run ist leider sehr schwer, bietet null Spielmodi und auch nicht die Möglichkeit, die Strecken einzeln anzuwählen. Man kann einfach nur einmal das Rennen durchzocken und danach war's gewesen. Einen Vorteil bietet das Spiel allerdings, die Geschwindigkeit ist ziemlich gut für ein 8-Bit Rennspiel und es ist auch vom Preis sehr günstig. Ihr könnt es so für 20 Euro im Komplettzustand bekommen. Wenn ihr die lose Hue-Card findet, könnte es sogar noch etwas günstiger sein. Wer nicht ein ganz großer Fan von Spät-80er Rennspielen ist, der sollte doch vorher erstmal Probe spielen. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Ansonsten gibt es jeden Sonntag um 20.15 Uhr ein weiteres Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Liken, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Martin Matane.